So, der letzte Part war synchron. Ich hoffe, dieser ist es auch. Ich muss das jetzt ja wieder jedes Mal kontrollieren. Haben wir ja gelernt, ne? Okay, wir haben letztes Mal Vicaris Level hier gespielt. Vielleicht bauen wir uns jetzt einfach mal von oben nach unten runter oder gehen wir von unten nach oben? Wir gehen von unten nach oben, dann sehe ich schneller, wo die Herzen sind. Dann haben wir das immer schneller, taucht das immer schneller auf. Okay. Morton's Milton Factory. Haben wir das schon mal gespielt? Nein, ich glaube nicht. Sieht allerdings nicht sehr einfach aus, wenn ich mir das angucke. 0,59%. Defeat Morton with his Miltons. Ah ja. Dann defeaten wir Morton mal mit seinen Miltons. Was auch immer die Miltons sind. Das ist ein Pilz. Okay, wir gehen auf jeden Fall in die Röhre. Halte das für eine gute Idee. Sind das die Miltons? Oh mein Gott, bist du schnell. Ah ja. Also wollen wir hier hoch? Ja, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Wir wollen jetzt sicherlich aufsetzen. Okay, ich glaube nicht, dass wir dieses Level spielen können. Was? Ich verstehe ja schon nicht mal irgendwas. Hilfe. Also ich will sicherlich den Pilz behalten. Oh, ich muss da... Okay. Okay, ich muss das Ding werfen und dann direkt weiter. Also ich muss schnell sein. Wir wollen weiter auf dem Ding reiten. Das war's nicht. Au. Okay. Mist. Ich bin da jetzt schon zu ungeduldig, weil ich jetzt schon schneller da hoch will, ne? Das ist nicht so gut. Na, musst du mal da reingehen. Hab ich... Natürlich wollte ich genau dann einen Shelljump machen. Klar. Genauso war das gedacht. Jo, wie schnell muss man sein, um das Ding noch zu erwischen? Das ist ja sick. Oh, dass man den immer... Oh mein Gott, dass man immer... Oh. Okay. Also Levelkonzept verstanden. Aber uff. Ja. Gut, dass ich es jetzt erwischt habe, das Ding aber nicht geworfen habe. Sehr gut. Oh mein Gott, muss man da fix sein. Was war der Weltrekord? 44. Okay. Du darfst keinen Fehler machen. Keinen einzigen. Boah. Aber es reizt mich jetzt schon wieder, ne? Es reizt mich jetzt schon wieder zu gucken, wie weit ich da kommen kann. Oh boy. Nein, warum mache ich das? Ich war aber da schon, ich meine, ich hätte die nicht mal erwischt. Ich war da schon zu langsam. Ich muss noch schneller sein. Uff.
Ich will das gar nicht aufsetzen, aber ich meine, es ist auch egal. Nein, warum? Wieso mache ich denn plötzlich eine Stampfattacke? Will ich nicht. Huch. Oh, jetzt war ich sogar zu ver- Was bitte? Plötzlich war ich zu schnell. Alles klar. WTF? Schon wieder. Das ist ja krass. Also der Unterschied zwischen zu schnell und zu langsam ist extremst knapp. Klein. Keine Ahnung, wie das aussieht. Ja, also wenn ich die sofort werfe und dann direkt hinterher springe, bin ich tatsächlich ein Stückchen zu schnell. Okay. Das ist neu. Ja, schon wieder. Okay, ich kann mir tatsächlich jetzt ein bisschen Zeit lassen. Hä, ist ja krass. Dann lassen wir uns halt ein bisschen Zeit. Aber nicht zu viel. Jo, jetzt hat er die ganze Wand nicht getroffen. Das war jetzt tatsächlich wieder neu. Okay. Okay, so, jetzt können wir zumindest mal gucken, was kommt. Ah ja. Da unten ist ein Block. Ich weiß nicht, ob der relevant wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, der ist irgendwie Bonus oder keine Ahnung. Nicht obligatorisch, sondern optional. Sonst habe ich ein Problem. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich echt zu schnell. Mir scheint auch, der Pilz ist nicht unbedingt notwendig. Ich hoffe es mal. Ich hoffe nicht mehr. Ich glaube, der ist sozusagen so, du hast einen Hit. So viel zum Hit. Aber das ist halt trotzdem jetzt wieder ein Level, ne? Wenn ich das jetzt die ganze Zeit spiele, ist das doof. Das will ich nicht. Komplett werden wir es dann halt leider nicht schaffen. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiter schaffen. Weil die Idee ist an sich cool. Und es würde sich gut anfühlen, sowas zu schaffen, aber das werde ich halt nicht hinkriegen. Warum mache ich denn jetzt da plötzlich keine Wandsprünge? Keine Wandsprünge mehr. Es ist dann der Moment, wenn man anfängt, solche Fehler zu machen, ist eigentlich der Moment, wo man das Level verlassen sollte. Na, wenn man überhaupt nicht mehr ordentlich spielt plötzlich. Nein! Ah, okay. Ist okay. Das dauert. Nein, wollte ich nicht. Wir haben 10 Minuten uns das Level angeguckt. Ist in Ordnung. Ich möchte jetzt nicht da noch länger. Es ist cool, keine Frage. Wir können mal gucken, wie lang das Ding ist. Ach, können wir nicht, weil es ja eine Subworld ist, in der man spielt. Ja, F. Okay. I fired and I missed. Nochmal Wubba Wars. 0,75. And then I fired again and I missed. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Wir lassen uns heute von Rabaros einfach komplett verprügeln. Erreiche das Ziel als Mario SMB 2. Ah ja.
Okay, also den Teil habe ich schon mal verstanden. Jetzt hätte ich natürlich den haben müssen. Das darf ich dann nicht einsammeln, weil ich muss ja SMB2 Mario bleiben. Trotzdem kann man wahrscheinlich dadurch, dass es die Blumen hier gibt, mal bis zum Ziel einfach laufen und gucken. Aber oh boy, das wird ja richtig sick. Ja, und hier ist dann das Ziel. Uff. Und da muss man die ganze Zeit über den Pilz behalten. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wait, wie soll ich denn... Oh, ich muss den höher schießen, dass der dann entsprechend... Ich muss praktisch hier losschicken. Dann weiche ich auf dem Ding den Blumen aus. Dann habe ich ihn wieder dabei. Dann schicke ich ihn hier auch höher. Aber so, dass ich gerade da durch kann. Okay. Also, dann komm mal mit. Es ist halt recht kurz, ne? Jetzt muss ich drauf. Ja, das war nix. Es ist recht kurz, aber auch recht schwer. Und ich muss direkt hinter... Oh mein Gott! Nee, ich schaffe schon den ersten Teil nicht. Nee, jetzt bin ich ja schon... Das ist ja kompletter Quatsch, was ich mache. Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe eine Stelle, von der aus ich den loswerfen kann. Ich schätze, das ist auch so gedacht, dass ich den von hier aus loswerfe. Und dann kann ich direkt hinter... Ja, und dann kann ich nämlich gleich drauf. Das müsste doch sogar noch funktionieren. Nein! Das war nicht, was ich wollte. Weil das Problem ist halt, ihn zu werfen und dann noch drauf zu kommen. Das muss gut getimed sein. Ich würde gern da drauf. Und dann ab dafür. Okay, die Stelle haben wir. Und da war ich zu langsam. Mist. Und dann muss ich hier wieder werfen und dann muss ich halt hier mehr ausweichen. Das ist dann richtig krass, da ausweichen. Dann geht's hier wieder runter. Und dann geht's ja schon nur noch darüber, ne? Dann ist es ja schon fertig, das Level. Hm. Das sind nicht viele Stellen, die man schaffen muss. Ah, aber es ist... Es sind nicht viele, aber sie sind dafür verdammt schwierig. Ach komm. Und du kannst einfach so schnell versagen. Gut. Runter. Sehr schön. Nächster Abschnitt. So, jetzt stelle ich mich mal hier hin, schicke die los und muss nur noch ausweichen. Das wäre dann schon der letzte. Das ist dann schon die letzte Stelle, ne? Also im Grunde hatten wir es doch jetzt. Oder kam da noch was? Nein, da ist die Flagge. Ist das... Das ist doch machbar, oder? Real Talk, das ist doch machbar. Ich muss nur hier drauf, dann muss ich die gut losschicken und dann muss ich halt da ausweichen. Und den drei Pflanzen in der Mitte ausweichen, das muss ich doch auch mit der Zeit hinkriegen. Also das ist doch jetzt mal ein Level, da fühlt sich jetzt die Zeitinvestition okay an. Weiß nicht. So, zack, weg, weg. Nein, ich meine, aber es ist halt nur eine oder zwei Pflanzen, denen ich noch ausweichen muss. Danach ist doch die Nummer durch. Also fast.
Das ist halt, das muss ich schneller machen. Dann kann ich dem ausweichen hinten. Das muss ich schneller machen. So, gleich hier, gleich so. Und dann kann ich nämlich der hier genau perfekt ausweichen. Dann stört mich die da oben auch nicht weiter. Hier schicke ich das auch direkt los. Der muss ich noch, da muss ich noch drüber kommen. Vielleicht schicke ich es nicht ganz sofort los. Vielleicht lasse ich die ein bisschen noch in den Screen rein. Dass ich das nicht so schnell mache wie hier drüben. Ja, weil hier mache ich es ja zu schnell. Ach Mist. Hier mache ich es ja zu schnell. Hier mache ich es ja schnell und da ist es gut. Drüben ist es vielleicht zu schnell. Ja, jetzt ist es halt schon wieder, dumm. Ja, ich kann ja auch unter denen durch. Stimmt, das kann ich natürlich auch. Mist. Aber das sind nur drei Pflanzen. Denen muss ich doch ausweichen können. Die können doch nicht das Problem sein. Das sind doch nur drei dumme Pflanzen. Aber ja, ich kann mich auch ducken. So, und runter. Nein, jetzt hat er nicht... Oh ja, jetzt hat er es nicht genommen. Weil ich zu langsam war. Aber das wäre es ja schon gewesen. Weil bei dem Gang ist ja keine Gefahr, außer dass der Gang halt ein bisschen eng ist. Und man entsprechend aufpassen muss. Aber ansonsten ist doch da nichts weiter. So, jetzt einfach in Ruhe hier. Zack. Ich bin dann zu ungeduldig. Da bin ich noch zu ungeduldig. Da muss ich noch dieser Pflanze ausweichen und dann muss ich es halt ganz schnell hochziehen. Das dauert halt noch ein bisschen, bis er den packt, Banzai-Bill-Typ. So. Aber das funktioniert. Und jetzt nimm ihn! Yes! So, und jetzt, wie muss ich den schicken? Am besten so. Nein, der ist viel zu niedrig. Okay, da muss ich halt dann ihn so perfekt werfen, dass ich durch die Lücke durchkomme. Auf ihm drauf. Aber mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, das geht doch klar. Nee, aber wann werfe ich den? Wie werfe ich den? Das muss ich noch rausfinden. Wie werfe ich den? Das muss ich noch rausfinden. Puh, das ist so knapp immer. Wenn ich direkt hier oben drauf werfe, ist er zu hoch, ne? Ja. Deutlich zu hoch. Vielleicht auf der Wolke. Ich probiere mal ihn auf der Wolke. Ich glaube, das ist es. Auf der Wolke. Ich glaube, das ist es. Also, wir probieren mal auf der Wolke. Nein! Ach, ärgerlich. Ärgerlich, hoch 2. So, jetzt auf die Wolke stellen. Auf die Wolke stellen. Das ist genau die Höhe, die ich brauche. Perfekt. Wir haben's. Das ist genau die Höhe, die ich brauche. Dann muss ich nur noch auf ihm drauf landen und schnell ins Ziel rutschen, bevor die anderen von der anderen Seite kommen. Aber je schneller ich das losschicke, desto weniger Probleme habe ich mit den anderen Bullet Bills. Banzai Bills. Nein! Das war so knapp.
Ah, ich will das jetzt haben. Ich bin zu nah dran. Ich bin zu nah dran gewesen wieder. Zum Glück kommt man halt schnell hin. Das Level ist halt echt verdammt kurz. Das ist gut. Dadurch wird es machbar. Durch die Kürze wird es halt echt machbar. Dadurch, dass es nicht so viel ist. Nice. So, einmal auf die Wolke stellen. In Ruhe auf die Wolke stellen und... Nein, ich habe ihn verpasst. Ah! Dann nicht zu hektisch werden. Dann ganz ruhig auf die Pflanze und auf ihn drauf. Das ist zeitlich komplett problemlos drin. Man darf halt nur nicht dumm sein. Ja. So viel zum Dummsein. Ei. Oh, das war zu schnell. Das war zu schnell. Den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Doch, die... Oh mein Gott. So, jetzt vorsichtig. Nein, ich darf da nicht die Zeit verlieren. Okay, und hier drauf und hier drauf. Das wäre es doch schon fast wieder gewesen, Mann. Ah. Wieso habe ich denn jetzt nochmal den Fehler gemacht? Der war so unnötig. So, jetzt schneller hier drauf. Ah, oh, das ist... Yes. 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 Ich habe mir gerade noch gedacht, okay, vielleicht bin ich einfach nicht schnell genug und kann aber dann so ausweichen. Oh, yes. Sehr schön. Prima. Freut mich. Level geschafft. Nice. Boah. Okay. I fired and I missed. Hui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 . Okay, noch ein kurzes Level vielleicht. Wir gucken uns das hier schnell an, weil das hier ist ja was, was man nur zum Vierspieler spielen kann. Dann können wir uns mal kurz angucken, was er sich da gedacht hat, der Devory. Das können wir noch kurz machen. Frivolous Frog Rush. Na, also man wird jetzt natürlich hier entsprechend loslegen. Und sobald die Bombe explodiert, geht das Rennen los. Ist also ein schönes Multiplayer-Level. Ja, ich sehe schon. Ein Wettrennen unter Wasser, das ist auch eine coole Idee. Wow. Das könnte tatsächlich stressig werden im Multiplayer. Holy moly. Oh boy. Ah, ist eine coole Idee. No! No! Oh, Junge! Nein, das war falsch. Da unten rum. Ich seh's. Oh, no, ich muss... Okay, wenn man schnell ist, kommt man durch. Aber das Schöne ist, das ist wirklich lang. Das ist das, was mich bei vielen Multileveln immer so ein bisschen ärgert. Wenn sie zu kurz sind... Oh, es ist noch nicht mal vorbei. Nice. Wenn sie zu kurz sind und es somit nur einen Fehler braucht und du kannst nicht mehr aufholen. Aber hier kannst du wirklich darauf pochen, dass Spieler später auch noch Fehler machen können. Das ist ein sehr schönes Multilevel. Okay. Bis auf diesen Punkt. Problem, der hier oben durch die Tür kommt. Oder? Ich weiß es nicht. Hat er einen weiteren Weg als der untere? Er muss ja nur runter. Na, vielleicht auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, der untere hat einen Vorteil. Aber ich bin mir nicht sicher.
Na, wenn die jetzt wirklich zeitgleich durch die Tür gehen würden, ich glaube, der untere hat einen Vorteil, aber insgesamt großartiges Multilevel. Ich denke nicht, dass es das dann am Ende ausmacht. Dafür sind zu viele Fehler zwischendurch passiert. Ich glaube nicht, dass es hier so hinhaut, dass die alle gleichzeitig ankommen. Sehr cool. Okay, dann gucken wir uns noch kurz das Musiklevel hier auch an. Das ist ja nur zum Anschauen, wie man sieht. Insofern, gehen wir einmal durch und dann schließen wir den Part ab. Hooray. Night of Night Remake. Mal gucken, wie schön es gemacht wurde. Muss ich laufen? Ach, Juan. Versteht's ja. Auf geht's. Oh, ich hab mal anders nicht gedacht. Ups. Ich habe an ein ganz anderes Lied gedacht, hä? Oder kommt der Teil jetzt erst? Ah! Da ist der Teil. Das hatte ich vorhin angesummt. Und dann kam es nicht und ich war irritiert. Sehr schön. Ist halt leider nur zum Durchlaufen, ne? Nicht so wie ein Devory-Level, wo man noch was machen muss dabei. Einfach nur zum Durchlaufen. Also, schön geportet. Aber halt, ja. Nichts, wo man jetzt sagen kann, man hat was geleistet. Okay, dann danke fürs Zuschauen und tschüss.